Herzlichen Glückwunsch, liebes Geburtstagskind. Du bist 1969 unter schwierigen politischen Bedingungen zur Welt gekommen. Du warst ein gesundes Kind und hast nicht immer alles so gemacht, wie es deine Eltern damals von dir erwartet haben. Soweit die Metapher. Ich glaube, es war sehr gut, dass es damals diese Sendung gegeben hat. Ich widerspreche ungern Herrn Johannes, aber ich glaube, eine Minderheit ohne Kommunikation kann es nicht auf Dauer geben. Und ich glaube, so war es ja auch gemeint. Und dass es die Sendung heute gibt, ist genauso wichtig, aus dem gleichen Grund. Eine Minderheit braucht Kommunikation. Und außerdem hilft sie uns, der deutschen Botschaft, bei der Kommunikation mit Rumänien. Und wir helfen der Minderheit so gut wir es können. Außerdem ist mir aufgefallen, dass diese Sendung heute auch von vielen Rumänisch Sprechenden gesehen wird. Das ist ein großer Erfolg, diese Verbindung von Aktualität und Tradition. Ich glaube, die Sendung hat einen guten Weg eingeschlagen und ich möchte mich beim rumänischen Fernsehen und bei der Redaktion ganz herzlich dafür bedanken. Zurück zur Metapher. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Du bist im besten Mannesalter, politisch korrekt, im besten Mannes-Frauenalter und hast bei der heutigen Lebenserwartung noch viel vor dir. Wir haben hier viel Mathematik gemacht, 10 plus 10, 20 plus 20 und ich sage 40 plus 40. Vielen Dank. Dann möchte ich natürlich in den Geburtstagschor einstimmen und der deutschen Sendung alles, alles Gute zum 40. Geburtstag sagen und mich auch dafür bedanken, dass nicht darauf vergessen wurde, dass sehr viele in der deutschsprachigen Minderheit oder eine beträchtliche Anzahl in der deutschsprachigen Minderheit in Rumänien österreichische Wurzeln haben. Und wir sind in der deutschsprachigen Sendung regelmäßig und viel vorgekommen, weil wir in den restlichen Fernsehsendungen vielleicht nicht so eine große Nachrichtendichte hatten, mit vielleicht einer Ausnahme. Und dafür möchte ich dem Herrn Generaldirektor von DWR danken, nämlich dass es jedes Jahr weiterhin die Übertragung des Neujahrskonzerts aus dem Musikverein gibt. Ich werde immer wieder darauf antworten. Vielen herzlichen Dank. Es ist heute viel darüber geredet worden, dass es einen Wandel in der Bedeutung der deutschsprachigen Sendung gegeben hat. Und ich glaube, nirgendwo ist sie wichtiger als heute. Wir haben ein Motto in der Europäischen Union, das lautet Universitas in Diversitate, Einigkeit in der Vielfalt. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres für eine Minderheit als eine solche Sendung. Und besonders bedeutsam ist, dass es immer mehr Zuseher mit rumänischer Muttersprache gibt, was bedeutet, dass die deutsche Sprache eine wichtige Bedeutung gewonnen hat, was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es sehr, sehr viele Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland, aus Österreich gibt, die sich darüber freuen, dass sich immer mehr Rumänen mit der deutschen Sprache beschäftigen. Aber für Europa und für unsere Vielfalt in Europa ist natürlich dieses Programm von ganz großer Wichtigkeit. Ich wünsche der deutschsprachigen Sendung eine große Zukunft. La Mulțumim! Thank you.
Musik.